So, willkommen zurück zum Let's Play Submerged. Ja, ich bin wieder am Start. Und ja, längere Aufnahmepause gehabt, wie ihr wisst, wie ihr sicherlich bemerkt habt. Und wir sind immer noch hier in dieser überfluteten Stadt und müssen immer noch die Vorräte sammeln. Und müssen mal schauen, dass wir jetzt mal noch eine Vorratskiste holen. Ich hatte ja eine längere Aufnahmepause, weil ja, Controller so ein bisschen rumgesponnen hat. Ich weiß nicht warum, ich hoffe natürlich jetzt mittlerweile... Ich hatte ja mittlerweile jetzt mit der Aufnahmepause so ein bisschen privat noch gespielt und geguckt, ob es funktioniert. Es hatte zwischenzeitlich mal ein paar Macken wieder gehabt, der Controller. Also ich weiß es nicht, woran es lag, ob es jetzt der Controller ist oder die PlayStation. Auf jeden Fall, eigentlich ging es jetzt in den letzten Tagen wieder. Und darum, ja, bin ich wieder da für euch. Wir spielen weiter Submerged. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir mal, ich glaube hier... hier war, glaube ich, die Vorratskiste drauf, wenn ich mich recht entsinne. So, jetzt muss ich natürlich die Steuerung wieder ein bisschen reinkriegen. Und wir haben ja herausgefunden, dass wir noch kranker geworden sind. Sagt man das so? Kränkest am kränkesten? Nein, oder? Auf jeden Fall, ja. Bin ich jetzt überhaupt hier auf dem richtigen Gebäude? Die Kiste soll hier sein, irgendwo. Ich hoffe, wir sind hier auf der richtigen Spur. Weil, ja, es könnte hinkommen. Wir schauen mal. Und ich liebe immer noch diese Atmosphäre im Spiel. Die ist immer noch total geil gemacht. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da oben raufkommen. Ich hoffe, dass ich hier richtig lang gehe. Sieht nämlich förmlich nicht danach aus, aber wir schauen mal. So. Ich glaube, ich bin vollkommen falsch gelaufen. Ja, das war ja so klar. Oder? Ja, ich bin vollkommen falsch gelaufen. Ich bin so ein Volltrottel. Das ist unglaublich. Na, ihr kennt mich ja, ihr kennt ja meinen Orientierungssinn, ihr wisst ja selbst, wie das so ist. So, konnte ich nicht auch irgendwie rennen? Huch, nee, das wollte ich gar nicht. Oder ging es hier vielleicht weiter? Das könnte natürlich auch sein. So. Ja, mittlerweile sind ja ein paar Tage vergangen. Ihr habt ja auf dem YouTube-Channel schon gesehen, das erste Video vom... Ja, PS4 Familientreff ist auch schon online von der Let's Play Live Show on Tour. Folge 7 ist es mittlerweile schon, ist ja der Wahnsinn. Und, ja. Da werden noch, glaube ich, noch so zwei weitere Videos folgen. Ich bin, wie gesagt, in der letzten Zeit gar nicht dazu gekommen, irgendwas aufzunehmen. Das, mag daran liegen, an die Arbeit. Mag aber auch daran liegen, dass ich, ja, glücklich verliebt bin. Und, ja, das habe ich ja im Stream auch schon gesagt gehabt. Ich nehme das quasi jetzt hier am Samstag auf, an dem 19. September. Und, das hatte ich ja im Stream auch schon erwähnt gehabt. So ist das nun mal. Da muss man natürlich auch so ein bisschen so die Beziehung pflegen. Und kann man ja nicht nur vor der Konsole hocken. Aber nicht trotz alledem bin ich trotzdem für euch da. Und mir macht das ja auch Spaß. Ist ja quasi mein Hobby. Und genauso wie die Let's Play Live Show. Trotzdem werden wir weiter viel, viel Spaß haben, was Let's Plays angeht, was, ja, den Livestream angeht, Let's Play Live Show. So, jetzt schaue ich mal, wie kommen wir denn hier weiter? Hier vielleicht lang? Achso, ich habe mittlerweile herausgefunden, dass diese Wespen oder diese Bienen oder Fliegen einem nichts tun. Das, ja. Spätmerker. Ich hoffe, wir kommen hier nach oben. Oh. Ich glaube, das war gerade mein Telefon. Tut mir leid, das ist wahrscheinlich jetzt in Aufnahme drin. Verdammt. So. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt hier. So.
Ja. So, mal schauen. Ich glaube, hier kommen wir nach oben. Ich hoffe natürlich. Es sieht immer noch so total fantastisch aus, wie das so umgesetzt worden ist mit dieser Apokalypse hier. Man weiß ja immer noch nicht so richtig, warum, weshalb, was so genau passiert ist. Ich hoffe natürlich, dass wir das rausfinden werden. So, jetzt geht's anscheinend hier, geht's jetzt anscheinend drauf. So, allihopp. Und nochmal, allihopp. Ich hätte da viel zu viel Schiss vor, runterzufallen. Das ist aber... Nein, bleib doch... Verdammt, bleib doch einfach unten. Das ist aber auch eine Kletterpartie hier. Ist ja der Wahnsinn. So. Aber ich denke mal, wir sind auf dem richtigen Weg, die Vorratskiste zu organisieren. So, zack. Und nochmal, zack. Da ist ja schon eine Leiter. Ich sehe sie schon. Huch. Uah. So. Hier geht's aber auch nach oben. Und da hinten ist noch eine Leiter. Und es fängt an zu regnen. Es wird diesig, man sieht's. Oder beziehungsweise man sieht fast gar nichts. Und da ist auch schon die Vorratskiste. Sehr schön. Ja, wunderbar. Ein neues Rettungspaket. Eine Spritze. Und damit haben wir alle Vorratskisten gesammelt. Und wir schauen mal, was jetzt passiert. Ob wir jetzt unseren Bruder retten können. Ob er jetzt wieder vollkommen gesund ist. Wir werden sehen. Und die Leutchen sind mir immer noch nicht geheuer. Ich weiß nicht genau, was sie sind, wer sie sind. Er sieht auf jeden Fall schon wesentlich besser aus. Aber wir nicht. Oh nein. Das sah nicht aus, als würden wir schlafen gehen. So. Okay, eine weitere Geschichte. Oh, er wacht auf. Ihm geht's anscheinend wirklich viel, viel besser. Er hat ein bisschen große... Oh! Große Augen. Oh, sie ist wieder gesund. Sie haben uns gerettet. Tja. Und somit... würde ich sagen, geht die Reise der beiden weiter. Und wir müssen uns recht herzlich bedanken bei den vielleicht ehemaligen Einwohnern der Stadt. Man weiß es nicht. Wir verlassen die Stadt und ziehen weiter. In ein neues Gebiet. Unaufhaltsam. Schwimmen wir mit dem Boot den Ozean entlang. Submerged. Ja, und ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's schon gewesen. Das war schon Submerged. Ich glaube, jetzt kommen nur noch die Credits. Es wird geladen. Ja, ja, Wahnsinn. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es nur noch so wenig jetzt so gibt, oder beziehungsweise dass es so schnell jetzt doch vorbei ist. Aber schon faszinierend, dass sie uns geholfen haben. Es ist natürlich die große Frage, wer sind diese Leute? Sind das die ehemaligen Einwohner dieser Stadtruinen? Oder sind das, ja, keine Ahnung, Außerirdische? Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube eher, dass es die ehemaligen Bewohner dieser Stadt sind. Ja, und das war's. Das war es eigentlich schon gewesen mit Submerged. Ja, ich bin total fasziniert, total hin und weg. Es gibt auch keine Credits. Ich kann nochmal schauen. Erkunden. Ich könnte jetzt sogar erkunden.
Abspann? Gibt es denn einen Abspann? Hier, da können wir nochmal schauen bei Uppercut Games. Natürlich den ganzen Entwicklern, den ganzen Leuten einfach mal zu danken für dieses tolle Spiel. Also vielen lieben Dank Uppercut Games, vielen lieben Dank an die Creator. Und ja, das ist der Wahnsinn. Es ist echt ein tolles, tolles Spiel. Also, falls ihr die Möglichkeit habt, holt es euch. Es macht eine Menge Spaß. Wie gesagt, auch die ganze Geschichte und alles. Und ja, Wahnsinn. Also, ich bin total begeistert. Ich muss ganz ehrlich sagen, vor allen Dingen auch, wie toll das aber auch gemacht ist, so mit der ganzen Geschichte und alles. Und dass man da so in Bildern halt erzählt bekommt, wie so die Geschichte ist oder wie die Geschichte so gewesen ist. Und das macht echt eine Menge Spaß. Und gut, die könnten wir noch jetzt erkunden und natürlich noch so die restlichen Bootsfragmente holen. Und was mich aber echt mal interessieren würde, ich klicke trotzdem mal auf Erkunden, was mich echt interessieren würde jetzt, wäre, ob wir denn unseren Bruder jetzt mit dabei haben oder ob wir dann an einer gewissen Stelle im Spiel sind, wo er dann, keine Ahnung, vielleicht da liegt oder vielleicht wir uns entscheiden können, mit wem wir spielen, um halt noch so ein bisschen das Gebiet zu erkunden. Aber das Ende der Geschichte war schon schön, dass die beiden wieder gesund sind und dann halt weiterreisen, um halt, ja, weiter ums Überleben kämpfen. Denn man hat ja herausgefunden, dass ja die Mutter ja gestorben ist und der Vater ja angefangen hat zu trinken und sie beide weggeschickt hat. Und ja, die beiden quasi relativ zügig auf sich allein gestellt waren. Und ja, das ist eine sehr schöne Geschichte und wie gesagt, ein sehr schönes Game. Und wir sind alleine. Unser Bruder ist anscheinend nicht mehr hier. Wir sind auch total gesund. Und wir schauen mal auf die Karte und wir haben ja eigentlich noch ein paar Sachen hier zu erledigen. Wir haben schon einiges gut. Oben links in der Ecke sehe ich noch ein Boot-Upgrade. Und ja, es wird wahrscheinlich noch ein paar Geheimnisse geben, ein paar Bücher. Ich schaue noch mal eben nach der Geschichte, unsere Geschichte. Wie gesagt, man sieht's. Sie haben immer Lebensmittel gefangen für die Familie. Dann ist die Mutter auf Reisen gegangen. Sie ist ertrunken. Der Vater hat angefangen zu trinken, hat sich mal schlafen gelegt. Die Kinder waren dort schon allein auf sich gestellt. Und der Vater ist dann, ja, total ausgerastet. Hat die beiden losgeschickt und ja, übers Meer zogen sie ihn fort in diese Stadt. Und der Bruder wurde krank. Und sie versuchte natürlich, alles Mögliche daran zu setzen, ihn zu retten. Und ja, Ende von der Geschichte war halt, dass diese Kreaturen, diese ehemaligen Einwohner halt, uns gerettet haben. Ja, und das ist die Geschichte der Stadt. Wir haben ja auch so ein bisschen erfahren halt, dass hier das Meer kam und ja, quasi der ganze Planet sogar unter Wasser steht. Und so wie es aussieht, unten rechts am Bild bei 60 sieht man, dass es vielleicht doch nur noch die eine Stadt gibt. Aber man weiß es nicht genau. Ich finde es sehr schön. Hier fehlen uns auch noch drei Kreaturen, die wir noch gar nicht gefunden haben. Die Monumente, die haben wir gefunden. Und ja, sehr schön. Wie gesagt, das soll es auch gewesen sein mit Submerged. Ich freue mich natürlich. Vielen lieben Dank, dass ihr das Let's Play verfolgt habt. Vielen lieben Dank, dass ihr da gewesen seid. Wir sehen uns demnächst wieder bei einem neuen Let's Play. Und ja, ich denke mal, ich vermute mal, dass es Dishonored werden wird. Weil ich habe im Stream ja sogar schon damit angefangen. Ich muss mal schauen. Und ja, müssen wir mal gucken. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Let's Play wieder. Ja, und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Nacht. Schönen Abend, wie auch immer, wann auch immer ihr das Video seht. Und da ist noch ein Schmetterling. Ah. Ja, und würde sagen, ich bin damit raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.